So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht noch nicht richtig. Ich war heute Morgen einfach, weil ich was brauchte, kurz auf dem Flohmarkt bei uns an der Uni in Dortmund. Da habe ich was entdeckt von einem Privatkauf, also keinen größeren. Schaut mal. Der Hulkbuster. Das Lego Marvel Set 76140. Komplett mit alle vier Figuren. Hulkbuster auch. Und das Ganze habe ich bezahlt 30 Euro. Und ihr seht, der Karton ist bis auf hier unten sonst in einem sehr guten Zustand. Und ich habe auch geguckt, zum Beispiel die Figuren. Ah, sind alle drin, Bauanleitung auch. Alle vier Figuren vorhanden. Mega cool. Ich finde das richtig gut. Dann für 30 Euro. Kann man absolut nichts sagen. Oder was meint ihr? Hulkbuster sowieso, die alten Sets mag ich sowieso. So, dann bin ich da noch ein bisschen rumgegangen. Dann bin ich auf dem Weg in die Stadt zum Frühstück. Da rief meine Bekannten mich an. Hey, wir haben dir was geholt in Bochum auf dem Flohmarkt. Zeitschriften. Ich sage, okay, ich fahre da und dahin. Da frühstücke ich dann, dann kommt vorbei. Dann kamen sie vorbei. Ich mag meine Bekannten, meine Freunde. Aber ab und zu übertreiben die das. Die wissen ganz genau, wie sie mich ärgern können. Habe ich auch schon ein paar Mal. Dann haben sie mir Zeitschriften mitgebracht. Minecraft. Zwei. Drei. Vier. Das ist neue. Fünf. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Magazine. Habe ich gesagt, jetzt wollt ihr mich ärgern, ne? Nein, die haben das Stück für 2 Euro bekommen. Deswegen, weil ich immer so gerne mich über Minecraft aufrege, haben sie das mitgebracht. Also 14 Stück. Und noch 3 andere, die ich mega cool finde. Das wisst ihr. Ja, das sind 17 Magazine. Haben sie aber gekriegt für 28 Euro. Mega cool. Mega cool. Und dann natürlich bei einem anderen Stand haben sie mir auch noch was besorgt. Und zwar davon, wo ich ja meine Armee zurzeit mache. Habe ich auch Videos die ganze Zeit vergessen. Einmal, zweimal, drei. Haben sie mir auch nochmal 8 Stück mitgebracht. Perfekt. Meine Armee, die wird dreistellig. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich muss jetzt mal Videos machen. Also, ich finde das hier teilweise richtig cool. Für 2 Euro das Magazin. Egal welches, was ich jetzt hier gezeigt habe. Perfekt. Aber natürlich der Hulkbuster Lego Marvel Set 76104 für 30 Euro komplett. Bauanleitung, Verpackung, muss ich sagen, top. Oder was haltet, wie würdet ihr das sehen? Magazine oder Hulkbuster? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber nichtsdestotrotz, das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.